Jo, was geht ab, meine Freunde? Willkommen zu einer weiteren neuen, perversen, aufschlussreichen Runde Cheerdroulette. I'm placing for love. Das war übrigens meine Katze, die im Hintergrund gestorben ist. Die letzte Cheerdroulette-Runde ist drei Tage her. Die war auf jeden Fall sehr witzig. Ich brauche aber mal wieder ein paar tiefere Gespräche. Irgendwas Lohnenswertes. Ich bin ja so ein Typ, der findet das immer ein bisschen zu stinohaft, wenn... Was ist denn mit dem los, Alter? Der spielt wahrscheinlich schon wieder sein komisches Dota. Ja, dann kommen die Runde an alle. Mach doch ein hübscher Thaddäus-Bild als Zensur rein. Stimmt. Ja, du hast recht. Heute nehmen wir mal den hübschen Thaddäus. Hübscher Thaddäus. Ja, genau das Bild. Das ist so geil. So, das müsste passen. YouTuber? Nein, ich bin Thaddäus. Schade. Ich bin Thaddäus, du bist Thaddäus, wir alle sind Thaddäus. Das war gut, Alter. Gibt es hier noch weitere Thaddäus, von denen ich wissen sollte? Miau. Geiler Typ, was für eine geniale Lache. Was soll das? Kommt dir schon fast schlimmer vor wie beim Metzger, ne? Also so viel... Fleisch habe ich. Chill mal ganz kurz. Da trägt er mich weg, der Penner. Ich bin ja kein Penner, du Affe. Du hast mich, du hast mich auch nicht weggedrückt. Entspann dich, du warst ja gar nicht gemeint. Ach so, sorry. Sorry, ey, komm, ey. Ich hatte heute einen schlechten Tag, weißt du? Ja, warum hast du einen schlechten Tag? Ja, sagen wir mal so, die wichtige Person, die ich hier getroffen habe, wo wir hier jetzt sind, ne, die habe ich aus den Augen verloren, seit gestern. Oh, das tut mir leid. Welche Person ist das? 15 Jahre alt, ja. Wie alt bist du? Ein Jahr älter. Okay, ich wollte gerade sagen, 15, das klingt jetzt ein bisschen, naja. Ja, du denkst, dass ich ein Pedo bin? Nein, bin ich nicht. Nee, dann kann ja sein, dass du... Ach so, okay, gut, alles klar. Dann kannst du 15-Jährige süß finden. Das ist okay. Aber gute Einstellung, glaub ich. Möchtest du den Leuten irgendwas auf dem Weg mitgeben, bevor ich zu dir sage, ich hoffe, wir sehen uns wieder und wir bleiben in Kontakt? Den Leuten was mit auf dem Weg geben, ja. Weiß ich gar nicht. Irgendeine Lebensweisheit möchte ich von dir haben. Leute, immer schön schützen. Warum habe ich sowas erwartet jetzt? Ohne Witz. Kurze Geschichte, warte. Immer schützen. Sehe ich genauso. Olli, du schreibst jetzt nichts dazu. Kurze Geschichte. Okay, gerne. Ich habe einmal mit einem Mädchen geschlafen und ich habe ohne gemacht, ne? Aber ich war safe überzeugt, ich wusste, dass... Wie kann man sowas machen, also hallo. Sowas von überzeugt, dass es alles safe ist, ne? Mm. Und mein Chef, bin ich so kumpelmäßig, ich erzähle ihm einfach alles, ne? Oh Mann, das klingt nach meinem Chef. Er sagt so, Erwin, was ich mit dir auf dem Weg mitgeben kann, ist immer schön schützen. Du verarschst mich doch jetzt gerade, oder? Ey, Olli, bist du noch im Chat? Der verarscht mich doch. Erst sagt er, der ist übelst cool mit seinem Chef. Und dann sagt er, der sagt immer zu ihm, immer schön schützen. Wie heftig ist das denn? Das ist 1:1 ist das René, Alter. Das muss ich rausschneiden und muss das René schicken. Das ist mein Chef. Immer wenn der uns ins Wochenende entlässt, sagt er immer so, Jungs, schützt euch. Bei mir genauso, bei mir genauso. Ist das geil. Krasser Bart, ey. Sagt der Richtige. Deiner ist doch viel länger, also da oben, ne? Bist du der YouTuber Laberkein? Ich glaube, ich habe dein Video gesehen, Alter. Wenn du wirklich der bist. Ja, du bist der, weil er meinte doch, du hast seinen Namen geklaut oder so. Ich glaube, ich erkenne sogar dein Zimmer, Alter, auf jeden. Hast du es da drin gedreht? Ja, das stimmt. Krasser Typ, ey.
Ist das ja, ich habe dein Video auf jeden Fall gefeiert. Also bei uns sind so minus 2 Grad, wenn ich jetzt das richtig schätze. Wie kann das sein, dass es bei euch so warm ist? Ich würde gerne mal dein Tattoo sehen. Okay, dann möchte ich bitte alle Tattoos sehen, die relativ jugendfrei sind. Okay, ein Hufeisen. Okay, den Cupcake finde ich ganz gut, muss ich sagen. Zum Arschgeweih möchte ich mich lieber nicht äußern, aber den Cupcake finde ich geil. Stabiler Bart, Bruder. Ey, du bist doch YouTuber, ne? Wie kommst du da drauf? Du bist hier, du hast letztens den Bartmann irgendwie. Ja, cool, Alter. Warum erkennen mich immer die Leute wegen dieser Sache? Das ist ja überkrass, ey. Was war das denn, Alter? Wie geil war das denn? Hat er einfach einen Löffel auf seiner Brust gehabt? Warum? Warum, Alter? Ah, hast du auch schon was Witziges gesehen? Ja, den Typ mit dem Löffel zum Beispiel. Den hast du auch gesehen? Ja, man macht mich fertig. Nein! Doch, Alter. Was? Warum? Warum? Geil. Atemlos durch die Nacht. Spür den Penis in deinem Arsch. Oh Gott, da saß jetzt gerade ein Opa im Bademantel, Alter. Tja, Leute, wir nähern uns auch langsam dem Ende, ne? Es ist ja schon wieder fast um 9, also um 10 mache ich spätestens. Alex! Nein! Nein, Markus hat mich gefunden! Ist das geil! Leute, das ist einer meiner. Ne, nicht einer meiner, sondern das ist der längste. Oder der am längsten aktive Zuschauer auf meinem Kanal, würde ich sagen. Und auch Moderator für diverse Twitch- und YouTube-Kanäle. Also das heißt, wenn ihr euch jetzt nicht benehmt, kann er im Livestream vor euch mit Bild euren Namen raussperren. Das ist zwar übel cool, Alex, aber das Problem ist, was ich momentan habe, ich höre dich nicht. Ich weiß nicht, warum. Wow. Ich kann nicht nur gerade hören über den Livestream. Was das, heißt, du kriegst nicht mit, dass du einen kleinen Schwanz hast. Und so weiter. Ja, Olli, du warst bei mir heute schon auf dem Teamspeak. Falls ihr euch nicht benehmt, ich bin der Typ, der euch bannt. Ja, und auf jeden Fall ist der Penis richtig klein. Sag einfach nichts, wenn dein Penis klein ist. 3 Sekunden lang. 3, 2, 1. Alter, du Hansen, ey. Und dann bin ich 4-mal Kinderkarussell gefahren. Das war so geil. Warum nicht? Kann man doch mal machen. Ich find's gut. Ich mag. War's ein heftiges Kinderkarussell oder eher so ein. Ja, es war schlimmer als Breakdance, ey. Boah, krass. Ja, das geht nicht, da hätte ich wahrscheinlich gekotzt. Du bist ein Kunde. Warum machst du sowas? Wir treffen uns auf dem Weihnachtsmarkt. Unsere Blicke treffen sich zufällig, während ich mir meine gebrannten Mandeln hole. Und dann realisiere, dass ich eigentlich gar keine gebrannten Mandeln will, weil ich gebrannte Mandeln scheiße finde. Und dann hole ich mir Kräppelchen und da stehst du. Und du gibst die Kräppelchen aus. Und dann sagst du, hey, junger Mann, wie können Sie Kräppelchen essen mit diesem Bart? Das funktioniert doch nicht. Wenn Sie da reinbeißen, kommt da das ganze Puder in Ihren Bart. Das sieht doch bestimmt richtig behindert aus. Und dann sage ich, ja, da haben Sie recht, kann ich Sie wenigstens dafür kostenlos haben. Und dann meinst du, ja, okay, na, mit dir, ich erzähle dir gerade die Story, wie wir uns kennenlernen. Warte doch mal ab, das wird noch gut. Ich soll ja anfangen. Das ist mein Flirtspruch. So, dann, dann gibst du mir die Kräppelchen aus, also for free quasi, weil du so Mitleid mit mir hast, weil ich so ein armer Typ bin, der nicht normal essen kann, ohne dass alles im Bart landet. So. Und dann esse ich die, versuche richtig vorsichtig zu sein, habe aber trotzdem den ganzen Scheiß hier im Bart. Und dann lachst du dich so kaputt, weil du das so niedlich findest, irgendwie, wie ich versuche cool zu bleiben dabei, dass du aus diesem Wagen rauskommst und diesen Wagen sofort zumachst, wenn du ein Kräppchen verkauft hast, und kommst zu mir. Und machst so hier im Bad. Und dann merkst du plötzlich, oh mein Gott, der ist ja richtig weich. Kann ich mal dran riechen? Dann riechst du dran und riechst so, dass ich das genialste Vanille-Zimtöl am Start habe. Und dann denkst du so, oh, Vanille-Zimtöl, weihnachtlicher geht's ja gar nicht. Ich glaube, ich gebe dir meine Telefonnummer. Und dann sage ich aber zu dir, pass auf, du hättest mich verdient, aber ich will erobert werden. Und dann lachen wir ungefähr eine halbe Stunde und dann gehen wir halt weiter Hand in Hand und essen Kräppelchen. Wer ist das neben dir? Tommy.
Du hast gerade gefilmt. Ist das deine Freundin? Was? Ich hab gar nichts gefilmt, bist du doof? Du hast gerade gefilmt! Bist du doof, halt deine Fresse! Es war einmal ein kleiner Hans. Er spielte gern mit seinem Schwanz. Im Wald er immer onanierte, bis er sich dort auch noch verirrte. Die Gretel juckt der Fummel sehr, denn ihr Vibrator tut's nicht mehr. Sie folgt der Spur am Waldesboden, vom Samen aus des Hänsels Hohn. Am Baumstamm sieht den Hans sie sitzen und ruft ihm zu: Jetzt noch nicht spritzen, oh Gott, Alter. Sie setzt sich stürmisch auf den Rasen und tut dem Hansi einen Blasen. Dann gingen beide durch den Wald und kamen an ein Häuschen bald. Sogleich erwachten die Gelüste aus Schokozipfel Zuckerbrust. Und drinnen lade zum Duett ein wunderschönes Wasserbett. Derweil die Gretel Samen schluckt, die Hexe durch das Fenster guckt und denkt mit mega geilen Blicken, den Kleinen muss ich auch mal... Oh. Oh. Doch als sie hinkam, war es zu spät. Das Händel Stängel nicht mehr stehen. Vielleicht doch letzte Winde, ja, ich doch gewinnt und. Oh ne, darüber war sie sehr empört. Ich bin gleich fertig. Darüber war sie sehr empört, worauf ihn in den Käfig sperrt. Du bleibst so lange in dem Stall, bis deine Nudel wieder prall. Wieder. Ich komm nicht klar. Mit einer Rübe, wie man sieht, täuscht er ihr vor ein steifes Glied. Die Hexe spricht und tut sich bücken. Du wirst mich jetzt von hinten. Ich geh schlafen. Warte, ich bin nicht fertig. Okay. Hallo. Hi. Wie geht's? Ich bin die Bartschwester. Ich wollte einfach mal Hallo sagen und euch erzählen, wie mein Tag war. Ne? Ich weiß, dass ihr mir eh zuhören wollt. Heute Morgen habe ich mich erstmal mit Jonas getroffen. Ihr wisst ja, Jonas, der Typ, der eigentlich einen kleinen Penis hat, aber richtig nett ist. Ne? Und das Auto, Alter, dieses Auto. Ich denke, die Eltern sind richtig reich, aber hey, da komme ich später dazu. Ich habe auf jeden Fall vorher noch mit meiner Mom telefoniert. Naja, ihr wisst ja Bescheid, 30 Minuten, 35 Minuten, keine Seltenheit. Dann habe ich auf jeden Fall wieder die Mathestunde verpasst. Ich dachte mir so, tschüss, muss ich eh nicht hin, scheiß drauf, voila, Bibi. Und dann dachte ich mir nur so, vielleicht chill ich einfach mit meinen Bitches. Und im Endeffekt war ich schon bei Jonas. Naja, Jonas ist halt so gut wie vorbei, die ganze Sache. Mein Taschengeld wurde gestrichen, weil ich mich mal wieder nackt auf Chatroulette gezeigt habe. Und ansonsten, ja, ihr wisst ja, wie das ist, Mann, Mädels. Wir sehen uns jeden Tag, Alter. Was fragt ihr mich so viel? Ja, bei dir so? Ja, läuft auf jeden Fall. Es ist Mittwochabend und ich habe Langeweile und finde es gerade sehr amüsant, wie du mich unterhältst. Mach mal weiter. Das sieht man, dass du Langeweile hast, sonst würdest du dich nicht auf so eine ominöse Plattform verirren, würde ich jetzt einfach mal sagen. Also ich bin ja eigentlich nur, um über Leute wie dich mit dir zu lachen und über die Männer zu lachen, die mir hier ihre Schwänze zeigen. Okay, das ist traurig, da kann ich eigentlich nicht mehr... Da kann ich eigentlich nicht mehr scherzen, das ist nicht mehr witzig. Ja.